es doch auf, wenn ich mich hier hinsetze. Und gleich und so, gleich Zeit ganz locker. Versuch mal, deine Hosenbeine hochzuziehen. Da setze ich mich auch da drauf. Ja, ich habe gerade, ich setze mich hier lieber drauf. Achso, hast ja recht, die müsste ich schon noch hoch machen. Ne? Sagen Sie Bescheid, wenn Sie den Körper machen. Ich denke, EWF ist in den Startlöchern mit der Sparte Bäder. Freuen Sie sich, dass losgeht? Aber ja, wir freuen uns sehr. Nach dieser langen Durchstrecke freuen wir uns, dass die Sonne scheint und uns hoffentlich ganz viele Kinder bald hier wieder auf dem Gelände. 18. Am Freitag. Das ist der Freitag. Da wird also hier noch mit Besucherregelung gearbeitet. Maximal 200 Besucher. Und der Kiosk ist noch zu, aber ab Montag geht es dann richtig los. Ja, genau. Wir rechnen damit, dass der Pächter nächste Woche den Kiosk eröffnen wird. Also die Zahlen zeigen ja eine leichte Tendenz nach unten. Ändert sich da was? Werden also auch die Besucherregelungen angepasst? Sobald es wieder neue Beschränkungen in den Verordnungen neu geregelt werden, dann werden wir die natürlich anpassen. Und wir rechnen fest damit, dass bald diese Flatterbänder hier verschwunden sein werden. Kann man noch dazu sagen, das Bärenbad in Battenberg wird also auch am 18. starten? Ja. Und auch dort ist alles bereit und dort freuen sich auch die Kollegen wie verrückt auf einen ganz tollen Sommer. Und im Verbund mit den anderen oder im Gespräch mit den anderen Schwimmbädern hier bei uns im Kreis ist es quasi ein einheitlicher Start? Nein, hier im Kreis ist nicht ein einheitlicher Start. Da sind wir ziemlich früh dran. Da ist, glaube ich, nach meinem Kenntnisstand nur Fassbeck vor uns. Halt, ich korrigiere mich. Twist macht, glaube ich, morgen auch. Aber das einheitlicher Start, also gegen Ende der Woche, dürften fast alle Bäder bis auf Marina und Frexen macht auch Spaß. Und Frexen sich auch Besucher freuen. Ja. Gut, vielen Dank. Herr Karlöfer, es geht los. Das Schwimmbad in Vöhl ist geöffnet oder wird geöffnet am 18. Marienhagen dauert noch ein bisschen. Ist natürlich hier unser Schwimmbad oder Ihr Schwimmbad hier in Vöhl auch eine kleine Attraktion, auch für Gäste und Einheimische. Ja, in der Tat. Deswegen freuen wir uns natürlich, dass wir sowohl unseren Bürgerinnen und Bürgern als auch den Touristen oder auch den Anreisenden aus den Nachbarkommunen die Bäder wieder zur Verfügung stellen können. Also die Öffnung ist sicherlich beschränkt durch einige Regeln, aber wir sind sehr froh, dass wir das überhaupt bewerkstelligen konnten und von daher freue ich mich, wenn es denn dann losgeht. Nun hat das Bad quasi vorletztes Jahr das letzte Mal geöffnet, letztes Jahr gestanden. Das ist für die Region schon bitter, wenn man ich sag mal, bis an Edersee fahren muss, sofern der Wasser hat, oder zu einem Campingplatz, der zur Großgemeinde gehört, um da ein bisschen schwimmen zu können. Und gerade mit als Familien, mit Kindern, ist das doch hier ideal. Definitiv. Das ist ein absolutes Erlebnisbad. Wir sind auch sehr froh, dass wir die Rutsche öffnen können. Das war zunächst auch fraglich, aber für Familien ist es hier halt wunderschön. Und es freut uns. Ich meine, im letzten Jahr war es nicht zu verhindern, weil wir einfach die entsprechenden Zahlen so nicht hatten. Wir konnten keine Konzepte entwickeln, wie wir das wirklich halbwegs so betreiben, dass es auch für die Familien und für die Besucher interessant ist. Dieses Jahr können wir es und das ist sehr gut. Betrieben wird das Bad von der EWF mit einer Kraft hier, aber es gibt einen Verein, der die Gemeinde ehrenamtlich, aber auch die Betreiber hier EWF ehrenamtlich unterstützt. Ja, soweit ich weiß, ist das noch kein Verein. Allerdings sind das einige Vöhler Bürger, die sich bereit erklärt haben, die EWF zu unterstützen beim Betrieb des Bades, aber auch in den Vorbereitungszeiten. Die treffen sich seit Wochen hier immer im Bad, um die Grünanlagen zu pflegen, um alles herzurichten, um alles auf den Stand zu bringen, wie es da sein soll. Und sie werden dann auch beim Betrieb des Bades in der Tat helfen. Aber wir dürfen einen Fehler nicht machen, nur das Ganze auf Vöhl zu reduzieren. Auch Marienhagen, Sie haben es gesagt, wird öffnen. Da ist zumindest der Ende des Monats angestrebt, wenn die Anlagen soweit funktionieren. Und auch dort steht ein enorm starker Verein hinter dem Betrieb des Freibades und leistet eine super ehrenamtliche Arbeit. Also an diesen Menschen, bei diesen Menschen müssen wir uns, wollen wir uns wirklich ganz, ganz herzlich bedanken, denn nur sie ermöglichen es, dass wir die Bäder hier in Vöhl und in Marienhagen finden. Susanne Ende aus Marienhagen, Vorsitzende des Fördervereins Schwimmbad Marienhagen. Hallo. Hallo.
Beim der Föhl macht jetzt am 18. auf. Bei Ihnen dauert es noch ein bisschen. Warum? Genau, bei uns dauert es noch ein bisschen, weil wir letzte Woche die Vorbereitung zur Öffnung getroffen haben, sprich Becken sauber machen, streichen. Wir mussten das grüne Licht vom Gesundheitsamt abwarten, Hygienekonzept, wie wir alles überhaupt, ob wir öffnen, also können, ob wir die Möglichkeiten haben. Und Hauptgrund ist, wir kriegen eine neue Kloranlage, die wird noch installiert und sobald das, ich hoffe, spätestens ja um den 28. Juni wird die Anlage in Betrieb genommen und dann machen wir auf. Nun ist das Schwimmbad im Marienhahn ein kleines, aber feines Schwimmbad. Genau. Wird aber betrieben von einem Förderverein, nämlich genau. Von Ihrem Förderverein. Ja. Wie viele Mitglieder? Wir haben knapp 290, 300 Mitglieder. Die sich passiv und aktiv. Genau, passiv und aktiv, genau. Und jetzt ist für den Betrieb eines Schwimmbads natürlich auch eine Fachkraft notwendig. Richtig. Früher hat man Bademeister gesagt. Genau. Wie wird das gewährleistet? Das wird von der Bäderbetriebsgesellschaft in Korbach gewährleistet. Da kriegen wir entweder einen Rettungsschwimmer oder wirklich die ausgebildete Fachkraft, die die Aufsicht macht. Wir hatten bis vor Corona, sage ich jetzt mal, auch ehrenamtliche Rettungsschwimmer. Aber wir konnten leider ja die die Abzeichen nicht auffrischen neu. Ja. Haben bis dahin halt sonntags ehrenamtlich die Aufsicht gemacht oder wenn es abends schönes Wetter war, wir konnten länger öffnen, weil unsere Kernöffnungszeit 14 bis 18 Uhr ist, haben wir dann vom Verein auch die Aufsicht übernommen. Hoffen natürlich, dass wir das jetzt wieder alles nochmal neu machen können, die Scheine wiederholen, auffrischen. Und aber jetzt für die aktuelle Saison werden wir komplett Aufsicht jeder Betriebsgesellschaft. Was hat Marienhahn das Schwimmbad zu bieten, außer einem großen Becken? Lauter nette Menschen natürlich in Marienhagen. Tolle Liegewiese. Genau, eine super Liegewiese. Mit einer riesen Aussicht, ne, muss man dazu sagen. Ja, das stimmt, genau. Dann, wir machen ja auch die Küche hinten. Wie gesagt, da müssen wir jetzt nochmal gucken dieses Jahr, wie wir das alles stemmen können durch die ganzen Desinfektionsarbeiten. Eine kleine Rutsche haben wir. Babybecken eigentlich, aber dürfen wir dieses Jahr leider auch nicht. Tischtennisplatte. Eigentlich ein sehr familiäres. Ich wollte es gerade sagen, es ist ein kleines, wie Sie eben schon sagten, familiäres Bad. Also wir haben das Becken, ist ja 10 x 25 Meter. Vielen Dank.